Hallo, ich bin Sandra Gugitsch und in meinen Texten stelle ich Fragen. In einem Prosafragment möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Wer spricht? Wer erklärt uns die Welt? Wer nimmt uns die Angst oder schürt sie? Welche Sprache in uns formt unser Denken, unseren Widerstand? Welche Sprache in uns? Warum geht in politischen Krisen immer zuerst die Sprache vor die Hunde? Wenn ich die Autorin nicht systemrelevant bin nach der neuen Krisenordnung der Dinge, kann mein Text systemrelevant sein? Welchen Anspruch stellen wir in diesem Zusammenhang an unser Schreiben? Spreche ich für mich oder bin ich viele? Darf ich überhaupt sagen, ich bin viele? Hört man bereits einem Namen, meinem Namen, die Brüche in seiner Biografie an, die Schichten seiner Identität? Was schreibe ich mir zu, was schreibe ich von mir weg? Kann Literatur, kann Sprache, können Texte alles überwinden? Sogar die ökonomischen Rahmenbedingungen der Textproduktion und deren Ausschlussverfahren? Sogar Geschlecht, Herkunft, Identität der Schreibenden? Das Politische ist dem Poetischen immer inhärent als innerer Widerstand, der jedes Wort treffen muss gegen Erwartungshaltungen, gegen gewohntes Denken, gegen gelernte Strukturen und Muster, gegen die Einordnung von Realität. Als Close Reading des Geschriebenen und dessen, das gerade geschieht, und als Beschreibung gesellschaftlicher Soll- und Ist-Zustände, also Literatur, die Verantwortung übernimmt, auch oder gerade in Zeiten der Pandemie, in Zeiten der sozialen Distanz. Ich möchte gern noch ein paar Gedichte lesen aus meinem Lyrikdebüt, das 2019 im Verlagshaus Berlin erschienen ist. Der Titel ist Protokolle der Gegenwart. Während zwei Piloten über die Flugrichtung streiten oder primäre oder alleinige Role Models und Vormedikationen, unscharfe Rede von einer nationalen Sache, die Debatten beunruhigend anregend, eine Frage der Salonfähigkeit bestimmter und unbestimmter Ideen, kein Schlaf der Gerechten in Zeiten von Twitter, Denkfabriken, Storytelling, Etappensieg, steter Kampf um Ideen. Je nach Definition und Kriterien zum Kreis der Verdächtigen gehören, im Vorzimmer der eigentlichen Entscheidungsgremien, über die man sich im Hinterzimmer längst geeinigt haben soll, eine ordentliche Vergangenheit vorweisen können als Identitätsnachweis, als Widmung an all jene, die ihre Pflicht nicht erfüllt haben, gleichzeitiges Eskalieren der Daseinsberechtigung. Das Gefühl der Viktimisierung, beruhigt sich die Lage, kommt es wieder und wieder hoch? Menschen des Volkes Teil des Problems oder Antwort auf das Frage-Antwort-Spiel zwischen den Entitäten. Das Bemühen der Suchmaschinen im Ping-Pong eines Freund-Feind-Schemas. Die Rede von Männern, ausschließlich Männern der Stunde. Wer jetzt das Volk sei und wer nicht? Geschuldet dem Protest auf den Straßen, in den Einraumwohnungen, in den Köpfen. Aus der Zeit fallen. Erst verschwindet die Sprache, dann das Café, die Bäume, die Bürgersteige, alle Ausweise ungültig. Am Ende wird es still. In diesen Momenten Antischall, um den Lärm zu dämpfen, Interferenzen der täglichen Verzweiflungen, Verletzungen, Verfehlungen, Verschiebungen, das vertraute, dunkle, erstattete, schwere, eine Auslassung, exakt übertragen. Vermittlung und Versöhnung vorangestellt, die Einwilligung zur Datenübermittlung, Tag, Monat, Jahr und Stunde benennen, lösen sich die Zahlen auf, Codes, Algorithmen,
Tagesmeldungen, Formulare, Akten, Listen nicht eindeutig zuordnenbar. Die Identifikationsnummer enthält keine Buchstaben, beginnt nicht mit der Ziffer 0. Double blind. Die Beobachterin, alterslos, ruhelos, unter Aufsicht, in Quarantäne. Halt den Kopf unter die Worte und Erzählungen auf der anderen Seite der Dinge. In Ämtern, Randzonen, jenseits der Markierungen, die Hände im Schoß der Gegenwart. To-Do-Listen der Ohnmacht, konspiratorische Korrekturfunktion, Papercut. Es geht um die Zahlen, das Metastasierungspotenzial von Furor und Echo. Legt Zukunft in die Wahl der Worte. Zahlen spielen eine Rolle. Angesichts der Dimension des Unteilbaren, die Frau stellt noch Fragen. Auf der Suche nach täglichen Beweisen moralischer Insolvenz, die Lüge aus der hohlen Hand heraus, die der Startpunkt in situ. Die kleinen Fehler beim Vorlesen sind manchmal eigentlich die schönsten. Oder zumindest macht das irgendwas. Das Knistern in der Sprache, das Verschieben. Nullhypothese. Die Realität hat keine Zeit stattzufinden. Systemdoppelgänger an den Randzonen der Vorstellungskraft. Eine numerische Flut synthetischer Bilder, opake Geräuschkulissen, Angstlust. Jenseits erzwungener Bedeutungen, ob wirklich oder möglich, zartes Spiel der Trennschärfen, Trassierung der Fluchtlinie. Wir als Kind allein mit der untragbaren Verantwortung. Uncommon Action in a Society of Repressed Thoughts. Sprengung des globalen Systems, Bilder stürmen, Bilder kippen. Just because you have the picture doesn't mean you have the truth. Scheitern an Interessensgruppen, Gewaltgeschichte, auf Repeat. Suche nach einem Ausweg in Echtzeit, sonst ist es still. Und ich möchte nochmal zu den Fragen vom Anfang zurückkehren. Wer spricht? Wer erklärt uns die Welt? Wer nimmt uns die Angst oder schürt sie? Welche Sprache in uns formt unser Denken, unseren Widerstand? Welche Sprache in uns? Warum geht in Krisen, in politischen Krisen, in dieser Krise immer zuerst die Sprache vor die Hunde? Wenn ich, die Autorin, nicht systemrelevant bin, nach der neuen Krisenordnung der Dinge, kann mein Text systemrelevant sein? Ich denke, wir sind alle systemrelevant. Dankeschön.